In seiner Eigenschaft als Galeriebesitzer und nicht zuletzt als passionierter Angler gelang Hans Zech mit der Präsentation der Bilder des Künstlers Bruno Radicioni ein besonderer Fang. Immerhin war es das erste Mal, dass man die Werke des Italieners Radicioni in Deutschland zu Gesicht bekam. Dementsprechend war der Andrang. Bekannte Gesichter der Politik, mal von den Roten, sowie auch von den Schwarzen, waren ebenso vertreten wie eine Kunstsammlerin aus Amerika. Zu sehen gab es viele haarlose Wesen, nicht nur auf den Bildern. Radicioni selbst fühlte sich sichtlich wohl im Kreise attraktiver Damen, die noch dazu in seiner Heimatsprache mit ihm plauderten. Herz, was willst du mehr? Bei einem kühlen Gläschen unterhielt man sich über dieses und jenes und war sich einig, dass Radicioni a. wunderschöne Bilder malt und b. er selbst auch nicht ohne sei. Wie auch immer. Hans Zech hielt die Begrüßungsrede, erzählte aus dem Leben des Künstlers, ging auf seine Bilder ein und gab schließlich zu, dass sein Italienisch nicht das Beste sei. Das Publikum nahm es gelassen hin, doch der Künstler selbst ging auf Nummer sicher und schnappte sich kurz entschlossen eine junge, gut aussehende Dame, deren Italienisch vom Feinsten war. Wie wir herausfanden, handelte es sich um Doris Häusler, noch Studentin und doch schon sozusagen Fachfrau für Italienisch. Nachdem die Übersetzung so hervorragend klappte, engagierten wir Doris Häusler fürs anschließende Interview. Herr Radicioni, erstmal möchte ich Sie beglückwünschen zu diesen wunderbaren Bildern. Da liegt natürlich die Frage nahe, wieso haben Sie jetzt erst den Weg nach Deutschland gefunden? In Italien. In Germania. In Germania, solo ora. Io sono una persona che faccio le cose. Herr Radicioni ist eine Person, die die Dinge molto ragionate. Sehr vom Hirn aus macht. Cioè, prima di decidere una cosa, das heißt, bevor er sich entscheidet, eine Sache zu specialmente tun, nelle mostre, vor allem wenn es um Ausstellungen geht, deve essere convinto che sia una cosa molto importante. Muss er davon überzeugt sein, dass es eine Sache ist, die sehr wichtig ist. Wieso malen Sie haarlose Figuren? Haben Sie etwas gegen Haare? Nette Capelli, ha qualcosa contro i capelli. No, perché le mie figure non hanno un'epoca ben precisa. Non devono avere un'epoca. Die Figuren sollten also keine, nicht einer bestimmten Epoche zugeordnet werden. Die sollen frei davon sein. Haare sind ja immer Ausdruck einer gewissen Zeit. Fazit der Vernissage, sich in einen Raum zu wagen, in dem die Werke Radicionis ausgestellt sind, ist, als ob man in ein Haus der Spiegel hineintrete. Man verliert sich darin und um den Ausgang wiederzufinden, müssen wir an all unsere körperlichen, geistigen und vor allem moralischen Kräfte appellieren. Aber wir alle wissen, dass es schön ist, sich zu verlieren und wunderbar, sich wiederzufinden.